3 Minuten. Danke. Liebe Leute, der Wohnungsmarkt ist umkämpft wie lange schon nicht mehr. In nicht wenigen Gebieten sind die Preise bei Neuvermietungen um bis zu 20% innerhalb eines Jahres gestiegen, wie zum Beispiel im Gebiet um die S-Bahnhof Hermannstraße. Ihr kennt die ganzen Probleme, wir haben sie heute zur Genüge gehört. Und es gibt eine klare Antwort, eine einfache wie effektive Möglichkeit, das zu unterbinden. Wir müssen Wohnungen wieder dem freien Markt entziehen, den Spekulationen entziehen, um damit eine wichtige Forderung der Besetzerinnen und Mieterinneninitiativen zu erfüllen, was auch wir als GJB fordern. Wohnraum ist Lebensraum und kein Profitgeschäft. Denn es macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir haben das gleiche Produkt, wir haben die gleichen VertragsteilnehmerInnen, aber es gibt einen höheren Preis. Nur weil die Mieten in der Umgebung gestiegen sind, nur weil es jetzt ein anderes neues Gebäude oder eine neue Dienstleistung in der Umgebung gibt. Nein, diese Praxis macht keinen Sinn, verhindert eine Vermischung der Einkommensschichten, sorgt für eine zunehmende gesellschaftliche Entfremdung und ist ungerecht. Dem wollen und müssen wir etwas entgegensetzen und deshalb fordern wir Mieterhöhungen nur im Rahmen der Inflation, keine Profite mit der Miete. Und wir wollen nicht nur eine Regelung bei Neuvermietungen hier, eine Regelung bei bestehenden Mieten hier, wir wollen eine Regelung für alle. Wir wollen eine grundsätzliche Neuausrichtung des Wohnens, um freien, solidarischen und kollektiven Investorinnen den Markt zu öffnen. Denn nur das kann eine Entspannung im Wohnungsmarkt garantieren. Wir als Bündnis 90 Grünen, die wir uns auch als explizit soziale Partei verstehen, müssen hier aktiv werden. Denn die bisherigen Regelungen, Kappungsgrenzen, Mietpreisbremse etc. schwächen die Probleme zwar ab, aber sie dienen nur als kurzfristig als Instrumente. Langfristig können wir dem nur mit einem Stopp eines freien und unfairen Marktes entgegentreten, um für wirkliche soziale Gerechtigkeit zu sorgen und das zu verwirklichen, was wir die ganze Zeit hier schon gesagt haben. Und wir als GJB haben bereits in der Vergangenheit öfter bewiesen, dass wir Visionen nicht nur denken, sondern auch daran helfen können, sie umzusetzen. Deshalb gebt uns bei dieser Vision konkret eure Stimme, stimmt diesem Änderungsantrag zu und sorgt für wirkliche soziale Gerechtigkeit beim Wohnen. Danke. Vielen Dank, Tim.